Hallihallo und willkommen zu meiner kompletten Manga-Sammlung. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, ich starte das Video mit einem kompletten Sammlungsvideo, so wie ich es mir eigentlich auch die letzten Jahre immer vorgenommen hatte. Leider konnte ich das nicht immer ganz so durchziehen, denn mein letztes Sammlungsvideo ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich habe ja eigentlich mir vorgenommen, alle 6 Monate immer ein Sammlungsvideo zu drehen. Aber ja, das hat nicht ganz so geklappt in den letzten 1,5 Jahren. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass ich das dieses Jahr wirklich durchziehe und jetzt zum Jahresanfang euch zum ersten Mal meine Sammlung zeige. Seit der letzten Sammlung hat sich wirklich einiges getan, vor allem bei der Anzahl, denke ich mal, denn in meinem letzten Sammlungsvideo hatte ich 1101 Manga. Ich denke mal, dass ich jetzt ein bisschen mehr haben werde. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie viele es jetzt sind, da ich die Manga noch nicht gezählt habe. Das mache ich dann am Ende des Videos. Da werde ich euch auch dann sagen, wie viele Manga es insgesamt sind. Und ja, generell haben sich noch ein paar andere Sachen in meiner Sammlung getan, aber das werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen. Ich fange auf jeden Fall jetzt hier an bei Kaze. Normalerweise standen hier ja ein Teil meiner Tokyo Pop Manga. Die habe ich jetzt aber in das große Regal geräumt zu meinen restlichen Tokyo Pop Mangas. Und hier stattdessen die Verlege reingetan, wo ich nicht ganz so viele Manga habe. Und Kaze gehört halt dazu. Ich werde auch nicht zu jeder Reihe etwas sagen. Also gerade zur Story her nicht. Dann wird dieses Video einfach viel zu lange dauern. Aber gerade zu Manga, die ich wirklich sehr gerne mag, werde ich hier und da, denke ich mal, was zur Story sagen. Oder wenn es eine, ja, Geschichte ist, die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Aber bei jeder Reihe wird das nicht gehen, weil dann wird dieses Video unendlich lange dauern. Und ja, ich fange auf jeden Fall jetzt an, und zwar mit Magico. Da habe ich Band 1 bis 8. Das ist damit auch abgeschlossen. Das ist eine wirklich sehr lustige. Ja, ich glaube, Fantasy-Reihe war es. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. War, glaube ich, auch meine allererste abgeschlossene Reihe von Kaze. Dann habe ich daneben eine etwas längere Reihe, und zwar Magi, The Labyrinth of Magic, Band 1 bis 35. Ich glaube, die Reihe war in 37 Bänden abgeschlossen. Und ja. Auch eine Reihe, die mir sehr gut gefällt, die ich auch nur empfehlen kann. Dann daneben habe ich Wolf Girl and Black Prince Band 1 bis 10. Und dann 11 bis 16. Das ist damit auch abgeschlossen. Das habe ich jetzt auch vor kurzem zu Ende gelesen. Das ist eine wirklich sehr niedliche Romance-Geschichte. Ist eher, ich sag mal, so ein bisschen dieses typische Romance. Also es hat jetzt keinen besonderen Twist. Aber dadurch, dass die beiden Hauptcharaktere wirklich sehr unterschiedlich sind, Kyoya ist eher immer so ein bisschen ruhig, zurückhaltend, manchmal auch sehr mürrisch. Und Erika hingegen ist halt sehr munter, sehr lebensfroh, kommt es doch zu sehr vielen lustigen Momenten. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Romance-Reihe. Dann daneben habe ich Küss ihn nicht mich, Band 1 bis 12. Die Reihe ist in 16 Bänden, soweit ich weiß, abgeschlossen. Ja, muss ich auch definitiv nochmal weitersammeln. Daneben ebenfalls von Junko zwei Boys Love Einzelbände, und zwar einmal der Küchenprinz und Konbini-kun. Ja, sind beide etwas Süßes für zwischendurch, aber sind jetzt nicht sehr außergewöhnlich. Dann habe ich daneben meine erste Liebe. Ebenfalls ein Boys Love Einzelband, auch eher was für zwischendurch. Dann On Doorstep, ebenfalls ein Einzelband, der mir aber unheimlich gut gefallen hat. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Story. Das ist auf jeden Fall ein Einzelband, den ich empfehlen kann. Dann daneben von derselben Mangaka Midnight Rain, ein etwas neuerer Einzelband, der jetzt bei uns erschienen ist. War auch sehr gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, dann geht's weiter mit der nächsten größeren Story, und zwar habe ich da Haikyuu. Ich muss immer mal wieder hin und her rutschen auf meinem Bett. Ja, Band 1 bis 17 habe ich da nicht der aktuelle Stand, leider. Aber ja, ich glaube, zu Haikyuu brauche ich nichts sagen. Die meisten werden es kennen. Ist ein Sportmanga. Ich glaube, das ist auch der einzige Sportmanga in meiner Sammlung.
Und zwar dreht es sich ums Volleyballspielen und ist eine wirklich sehr spannende Geschichte, die ich sehr gerne eigentlich lese. Und ja, dann geht es direkt weiter mit Ultraverse. Da habe ich auch ein paar Manga, die habe ich dann direkt zu Kaze einfach gepackt, damit es irgendwie passt. Da habe ich zuallererst Reflections of Ultramarine von Mayu Sakai. Ja, fand ich ganz nett. Ob ich den weitersammel, weiß ich noch nicht. Dann habe ich nie wieder Minirock Band 1 von Aoi Makino. Von der Mangaka habe ich auch noch andere Werke, die werden wir dann bei Tokyopop sehen. Und ja, ist auch, ich glaube, in erster Linie eine Romance-Geschichte, hat aber sehr viele, ich sag mal, dunklere Elemente auch drin. Also es dreht sich nicht nur um Romance, es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, die allerdings, denke ich mal, auch ein bisschen ins Tragische übergehen wird, denn Aoi Makino, ja, hat nicht unbedingt immer Happy Ends in ihren Geschichten, was ich andererseits auch sehr gut finde, weil es einfach mal was anderes ist und auch, ja, ich sag mal, ein bisschen realistischer wirkt. Dann daneben Der stille Mond, ebenfalls ein Boys Love, Band 1 und 2. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was ich von dieser Story halten sollte. Viele gab es, die mochten ihn, dann gab es aber auch wiederum welche, die mochten ihn überhaupt nicht. Ja, ich fand ihn okay. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich ihn behalten soll oder nicht. Dann habe ich daneben Kakegurui, Das Leben ist ein Spiel, Band 1 bis 10. Und hier unten dann 11 und 12, das ist somit auch der aktuelle Stand. Kakegurui ist, denke ich mal, auch relativ bekannt mittlerweile. Es geht halt, ja, um es im einen Satz zu formulieren, ums Glücksspiel. Es gibt halt eine Schule und an dieser Schule, ja, gelten nicht die üblichen Regeln wie an einer normalen Schule, sondern es dreht sich alles ums Glücksspiel. Und die Protagonistin Yumiko ist halt sehr risikoreich und ja, sorgt damit auf jeden Fall für sehr viel Trubel an der Schule. Direkt daneben habe ich dann auch noch einen Spin-off, Band 1 bis 4, Kakegurui Twin. Dreht sich um einen, ja, Charakter aus der originalen Serie, finde ich auch sehr nice, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ist auch der aktuelle Stand, da kommen aber auch noch mehr Bände. Und dann habe ich daneben Killing Stalking, ein Webtoon von Koki. Band 1, ja, brauche ich glaube ich auch nichts zu sagen. Ich denke mal, viele werden die Reihe auch kennen. Und daneben dann Indies Worlds, eine weitere Boys Love-Reihe, Band 1 bis 3 vom Manga. Und daneben dann noch ein paar Novel, Maybe Someday, New York Minute, Father Figure, Equilibrium, say, Side A and B. Und dann noch dieses Zusatzheft. Das habe ich auf der Dokumi bekommen. Ich glaube, das ist auch signiert von innen. Ja. Kann ich jetzt gerade schlecht zeigen mit einer Hand. So. Hat einen kleinen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Und ja, das war's mit Ultraverse. Ich habe hier neben halt jetzt noch meine Anime. Und in dem Regal daneben habe ich tatsächlich auch noch Manga stehen. Das sind aber Manga, die zeige ich euch ganz zum Schluss. Die ich entweder noch nicht gelesen habe oder die ich noch nicht lesen kann, weil mir noch ein, zwei Bände dazwischen fehlen. Die zeige ich euch aber, wie gesagt, ganz zum Schluss. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit meinem großen Manga-Regal. So, dann geht es nämlich weiter mit Tokipop. Ich bin jetzt bei meinem großen Kallax-Regal angelangt, wo ich die Manga leider dreireihig stellen musste, weil ich einfach nicht genügend Platz habe. Aber ja, das Ganze fängt hier an mit Iosaki Saka Band 1 bis 13, eine Romance-Reihe, die damit abgeschlossen ist. Iosaki Saka gehört für mich zu meinen Lieblings-Mangaka. Ich mag einfach ihren Zeichenstil vor allem auch sehr gerne. Ja, hier mal einen kleinen Einblick. Und auch ihre Cover finde ich immer sehr schön. Eins meiner Lieblingscover ist zum Beispiel dieses hier. Gefällt mir unheimlich gut. Die Figur oben drauf wollte gerade nicht so, wie ich das wollte. Daneben habe ich dann auf jeden Fall Miracles of Love,
Ebenfalls von Iyosaki Sakaban 1 bis 8. Das ist leider nicht der aktuelle Stand. Ich glaube, der aktuelle Stand liegt bei 11 oder 12 Bänden. Ja, auch eine sehr schöne Romance-Reihe, die halt aktuell noch bei uns läuft. Es geht halt nicht unbedingt nur um eine Protagonistin, die jetzt hier im Vordergrund steht, sondern tatsächlich behandelt diese Reihe zwei Protagonistinnen. Und ja, man begleitet halt beide, ja, in Sachen Liebe. Finde ich auch mal sehr interessant. Dann habe ich daneben Lala Hallelujah von Yuka Fujiwara. Ich habe daneben tatsächlich noch eine Reihe von ihr, zu der kommen wir aber gleich erst. Ich hatte neben Crash leider keinen Platz für Lala Hallelujah, deswegen mussten die hier hin. Ja, auch eine schöne, kurze Reihe, hat mir sehr gut gefallen. Dahinter geht es dann direkt weiter mit Iyosaki Saka und zwar mit meiner Lieblingsreihe von ihr, Storm Edge. Das war auch ihre erste Reihe, glaube ich, die hier bei uns in Deutschland erschienen ist. Ja, da habe ich mir den ersten Band damals per Zufall geholt, denn das war ein Mängelexemplar. Da hatte eine Buchhandlung hatte sich aufgelöst und hatte dann sehr viele reduzierte Bücher. Teilweise, weil es halt sich auch um Mängelexemplare gehandelt hat. Und ja, da habe ich den dann einfach zum Reinlesen mitgenommen. Und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe, weil ich liebe diese Geschichte. Auch hier haben wir wieder zwei Protagonisten, die sehr unterschiedlich sind. Sie ist halt wieder sehr aufgeweckt und er eher zurückhaltend. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr gut gefallen. Daneben habe ich dann Love Barrage von Nana Haruta, leider nur Band 1, den ich bis jetzt gelesen habe. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, worum genau es ging. Ich habe den früher schon mal komplett gelesen, die Reihe in der Bücherei. Und habe mir den dann jetzt halt irgendwann nochmal selber geholt. Ist aber auch schon etwas länger her, dass ich ihn gelesen habe. Ich glaube, es ging darum, dass die Protagonistin in ein Internat, meine ich, gekommen ist. Ja. Und ja, mehr kann ich dazu leider nicht mehr sagen. Dann Stardust Wing, Band 1 bis 11, ebenfalls von Nana Haruta. Ja. Definitiv meine Lieblingsreihe von ihr bis jetzt. Ich liebe diese Reihe, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe auch Glück gehabt und habe alle 11 Bände noch in der Erstauflage bekommen. Sprich, da waren dann die Lesezeichen mit dabei. Dann daneben ebenfalls von Nana Haruta, Sommer der Glühwürmchen, Band 1. Bin ich auch überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand. Mittlerweile ist die Reihe, meine ich, abgeschlossen. Ja, ich hänge leider sehr hinterher. Und daneben dann ein wirklich schlimmer Sommer, eine Einzelband von Chiyori. Auch was Nettes für zwischendurch, hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe für, ja, den ersten Würfel, nenne ich es jetzt mal. Da habe ich Kuss um Mitternacht von Rin Mikimoto, Band 1 bis 3, auch leider nicht mehr der aktuelle Stand. Ich ja, habe auch schon häufiger mit dem Gedanken gespielt, die Reihe zu verkaufen. Allerdings habe ich eine andere Reihe noch von Rin Mikimoto bei Egmont. Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-Romance-Reihen. Dementsprechend wollte ich der Reihe gerne noch eine Chance geben. Daneben habe ich dann ein paar Werke von Kotsuyo Shiba. Und zwar einmal Nachts auf dem Schulhof, Ich wünsche, ich könnte fliegen, Band 1 bis 3 und Kreidetage, Band 1 bis 4. Alles rein. Oder beziehungsweise Einzelbände, die mir relativ gut gefallen haben, ist halt, ja, Romance pur. Dann daneben habe ich von Yoko Maki Romantica Clock Band 1 bis 10, eine unheimlich süße Reihe, wo mir vor allem die Cover auch immer sehr zusagen. Um euch hier mal eins zu zeigen, ich finde die Cover unheimlich schön. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr süße Romance-Geschichte. Hier dreht es sich auch ja, wieder um zwei Protagonistinnen. Denn wir haben einmal Akane und Aoi. Das sind beides Zwillinge. Und durch die Bände hindurch begleitet man halt beide ja, auf dem Weg, um ihre Liebe zu finden, nennen wir es mal so. Aber auch das ist wirklich ein sehr
humorvoller Manga, gerade weil Akane und Aoi wirklich auch wieder sehr gegensätzlich sind. Akane ist auch wieder mehr dieses aufgeweckte Mädchen, sehr lebensfroh. Und Aoi hingegen ist auch wieder eher zurückhaltend, spricht nicht viel, ist lieber alleine. Und ja, ist auf jeden Fall sehr lustig. Ebenfalls von Yokomaki Lion Boy oder beziehungsweise Sparkly Lion Boy, da habe ich nur Band 1. Da sind auch schon viel zu viele draußen, da komme ich aber auch nicht mehr hinterher. Und daneben habe ich dann Fetish Berry Band 1 bis 3. Die Reihe ist in 5 Bänden insgesamt abgeschlossen, aber auch hier, ja, habe ich irgendwann nicht mehr weitergesammelt. Aber die Reihe möchte ich auf jeden Fall noch beenden, weil sie mir wirklich sehr gut gefallen hat. Dann rutsche ich einen rüber. Und hier haben wir dann Crash von Yuka Fujiwara, was ich euch gerade eben schon einmal kurz gezeigt hatte. Ja, auch einer meiner Lieblings-Romance-Reihen, wobei ich sagen muss, dass das kein purer Romance-Manga ist, sondern hier geht es teilweise ja, mehr ums Showbiz als um die Liebe an sich. Denn wir haben hier, ich glaube, Hana war ihr Name. Ja, wir haben hier Hana und Hana war dafür zuständig, eine Boygroup zu ja, kreieren. Und diese fünf sieht man auch auf dem Cover. Und ja, die Story dreht sich eigentlich eher darum, wie die fünf dann als Boygroup halt harmonieren, wie sie zusammen trainieren, wie sie dann zusammen auftreten und wie sie dann immer ja, populärer werden. Ja, ich denke mal, viele werden die Reihe, oder zumindest habe ich das schon häufiger gehört, nach dem 7. Band war es, glaube ich, oder nach dem 8. abgebrochen haben. Denn es gibt einen kleinen Protagonistenwechsel. Und zwar sieht man sie hier drauf. Ja, ich persönlich fand das jetzt nicht schlimm, dass die Protagonistin halt gewechselt ist. Ja, hatte ich glaube ich auch noch keinen Manga tatsächlich. Aber ja, ich mochte die Reihe sehr gerne, deswegen habe ich sie trotzdem noch zu Ende gelesen und zu Ende gesammelt. Ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich definitiv empfehlen kann. Ich habe die wirklich sehr gerne gelesen. Und ja, ich musste kurz einmal unterbrechen, denn unter uns sind die Nachbarn ausgezogen. Und der Vermieter scheint unten alles komplett neu zu machen, Fliesen neu überall rausreißen und so weiter und so fort. Und unter uns wird sehr häufig jetzt gebohrt. Ich glaube, man hat das gerade gehört. Jetzt gerade scheint schon wieder jemand bohren zu wollen. Ja, auf jeden Fall muss ich häufiger mal unterbrechen, deswegen, weil man das sonst im Video unendlich hört. Ja. Ich hoffe, jetzt ist es ruhig für ein paar Minuten, denn hier mache ich weiter mit Walking Heaven von Mayu Sakai. Das ist diese 2-in-1-Edition, die ich mir damals geholt habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Auch wieder eine sehr schöne Romance-Reihe. Dahinter habe ich dann noch mehr Romance-Reihen, aber das sind alles Romance-Reihen, die, ja, ich sag mal, bei der Fokus nicht unbedingt auf die. Ja, auf den Romance-Aspekt liegt, sage ich jetzt mal. Denn die Manga bringen noch alle etwas, ja, anderes, sage ich mal, mit. Sowas wie zum Beispiel Crash, wo es sich eher ums Showbiz dreht. Dasselbe haben wir auch bei Fesseln der Liebe, Band 1 bis 5. Ja, ebenfalls wieder ein Romance-Manga, wo allerdings auch wieder der Showbiz-Aspekt eine große Rolle spielt. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist auch eine Reihe, die ich definitiv empfehlen kann. Dann daneben eine sehr kurze Reihe, VIP mit 2 Bänden abgeschlossen. Auch ein Manga, der sich mehr ums Showbiz dreht. Dasselbe mit Aozora Pop auf dem Weg zum Topmodel. Ja, hier möchte die Protagonistin halt gern Model werden. Die Reihe ist in 5 Bänden abgeschlossen. Ich habe jetzt leider nur die ersten drei. Hab die Serie aber auch schon mal komplett gelesen in der Bücherei. Dann habe ich als nächstes Rainbow Revolution Band 1 bis 8. Ja, ein Manga,
den ich sehr gerne verfolgt habe, denn auch das ist eigentlich ein Romance-Manga. Allerdings liegt der Fokus überhaupt nicht auf dem Romance-Aspekt, denn gerade im Thema Romance haben wir zum Ende hin ein sehr offenes Ende. Es ging eher darum, dass die Protagonistin ihre beste Freundin hat sie immer so ein bisschen unterdrückt, wenn man das so sagen kann. Und sie hat sich irgendwann da von ihr losgerissen, hat sich auch die Haare abgeschnitten, weil die immer dieselbe Frisur dann hatten. Und ja, wollte auch neue Freunde finden, wollte mal ein bisschen anders leben, sich wirklich komplett von ihr losreißen. Und ja, diese Freundin hat das aber nicht unbedingt zugelassen und hat sie dann teilweise tyrannisiert. Teilweise hat sie das Umfeld von ihr komplett auf sie aufgehetzt, damit sie für sie die einzige Person ist. Und ja, es hat wirklich sehr viel Drama in dieser Reihe gegeben, aber ich mochte sie wirklich sehr gerne. Ich kann euch die auf jeden Fall auch empfehlen. Dann habe ich daneben Dem Himmel entgegen von Chiki Kawabata, Band 1 bis 3, auch eine sehr interessante Reihe. Hat auch auf Netflix eine Realverfilmung bekommen. Ich glaube, Switched heißt die. Würde ich euch auch empfehlen, die zu sehen. Ich habe sie schon geguckt und ich muss sagen, ich fand sie wirklich gut. Gerade bei Realverfilmungen bin ich immer so, ja, kann gut werden, muss aber nicht. Aber die war wirklich sehr gut gemacht. Es geht halt darum, dass die Hauptperson, das ist sie, sie ist halt sehr hübsch, sehr beliebt, hat sehr viele Freunde und hier unten das Mädchen. Hingegen ist das genaue Gegenteil von ihr. Sie ist klein, sie ist ja nicht so hübsch, nenne ich es jetzt mal, ist sehr unbeliebt und ja, macht dann oder schmiedet einen Komplott, wie die beiden die Körper tauschen, sodass sie halt das beliebte Mädchen ist und ja, die andere halt das Unbeliebte. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Manga. Kann ich definitiv empfehlen. Ebenfalls von Shiki Kawabata, Auf der Suche nach Licht. Auch ein wieder sehr interessanter Manga. Ich muss sagen, ich finde ihre Werke unheimlich spannend und kann euch definitiv empfehlen, da mal reinzulesen. Ganz hinten, das sieht man glaube ich gerade ein bisschen schlechter, weil es sehr dunkel ist, habe ich Chick X X-Hack von Arina Tanemura. Das ist mittlerweile tatsächlich das einzige Werk, was ich noch von ihr habe. Die anderen habe ich alle abgegeben. Ja, ist aber tatsächlich eine sehr kurze Geschichte, die mir erstaunlicherweise unheimlich gut gefallen hat. Denn gerade das Ende kam auch sehr überraschend, muss ich sagen. Dementsprechend, ich kann euch definitiv empfehlen, da mal reinzulesen. Ich meine, es sind nur zwei Bände. Da kann man nicht viel mit falsch machen. Dann daneben habe ich Earl and Fairy Band 1 bis 4 ebenfalls damit abgeschlossen. Und ja, hier haben mir die ersten beiden Bände unheimlich gut gefallen. Band 3 und 4 leider dann nicht mehr so. Denn ja, die erste Storyline geht halt über Band 1 und Band 2. Und in Band 3 fängt dann quasi eine neue an, mit demselben Charakter natürlich und demselben Thema, aber quasi ein neuer Fall, der zu lösen ist. Und der von Band 1 und 2 hat mir unheimlich gut gefallen, der von 3 und 4 leider eher weniger. Dann, ich habe es vorhin schon angesprochen, Aoi Makino, ja, bei Nie wieder Minirock habe ich es gesagt, dass ich noch andere Werke von ihr habe. Und das sind einmal Hall, Rec, Der Tag, an dem ich weinte, The Final Loop und The End of the World, Band 1 bis 4. Alles Manga, die sehr ernste Themen teilweise behandeln. Gerade Rec, Der Tag, an dem ich weinte, war unheimlich traurig, muss ich sagen. Oder auch in The Final Loop, da haben wir ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt. Ja, es sind, wie gesagt, nicht immer Stories, die unbedingt ein Happy End am Ende haben. Aber ja, sowas ist auch mal interessant zu lesen. Und daneben habe ich dann Miyako, Band 1 bis 10, Auf den Schwingen der Zeit, damit auch abgeschlossen. Ich denke mal, die meisten werden Miyako kennen. Die Reihe war ja relativ groß in Deutschland. Es geht halt um Miyako, so wie der Name auch schon verrät. Und Miyako, ich weiß gar nicht mehr, ob sie den findet oder ob sie den zugeschickt bekommt.
Auf jeden Fall kriegt sie irgendwann diesen Schlüssel und mit diesem Schlüssel kann man durch die Zeit springen. Und Miyako ist in den Typen hier auf dem Cover verliebt und der ist mit ihrer großen Schwester zusammen. Und sie reist dann in die Zeit zurück und ja, verändert einige Dinge, wodurch es natürlich zu sehr viel Chaos kommt. Denn die Vergangenheit sollte man nicht unbedingt immer verändern. Und ja, dann kam irgendwann nochmal so ein Zusatzband raus. Das ist jetzt Miyako Satellite Stories. Ja, war auch ganz nett. Dann geht's hier weiter. Und zwar mit Sugar Soldier, ebenfalls von Mai Sakai. Dasselbe wie gerade bei Crash und Lala Hallelujah. Ich habe das nebendran gestellt, weil dahinter hat es leider nicht mehr gepasst. Ja, Band 1 bis 10 ist eine sehr niedliche Reihe. War auch mit einer meiner ersten Romance-Reihen, die ich mir selber gekauft habe. Ja, vor allem der Zeichenstil ist natürlich ein Traum, um euch das mal zu zeigen. Ich liebe diesen Zeichenstil einfach abgöttisch. Und ja, ist auf jeden Fall nett für zwischendurch. Dann ein Freund für Nanoka, Nanoka no Kade, Band 1 bis 14, damit abgeschlossen. Auch eine Reihe, die ich zu Anfang, ja, mir einfach mal zufällig irgendwann gekauft habe und dann tatsächlich wirklich lieben gelernt habe. Gerade so ab der Hälfte wurde der Manga unheimlich interessant, teilweise auch sehr düster, was ich wirklich, ja, überraschend fand. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber es war wirklich eine sehr schöne Reihe, die auch sehr überraschend zum Ende hin war. Dahinter haben wir dann einen etwas anderen Romance-Manga auch wieder, und zwar The Magician and the Glittering Garden. Und da geht es darum, dass die, ja, Protagonistin verliebt ist und ich meine, sie hat sich immer in einen oder verflucht. Nein, also sie ist verliebt und wird dann verflucht. Und immer wenn sie in der Gegenwart des Jungen ist, in den sie verliebt ist, verwandelt sie sich, meine ich, in einen Jungen. Soweit ich mich noch daran so erinnern kann. Ja, ist auch schon etwas länger her, dass ich die Reihe gelesen habe. Dann habe ich daneben Deine, mein Geheimnis, Band 1 bis 8, damit auch abgeschlossen. Gehört auch zu meinen Lieblingsmanga rein. Ja, man sieht hier schon das Cover. Es ist eine wirklich unheimlich lustige Geschichte. Und zwar geht es darum, dass auch hier wieder die beiden Hauptpersonen die Körper tauschen. Und zwar haben wir da Akira, hieß er, glaube ich, und Nanako. Genau. Und Nanako ist halt vom Gemüt her eher wie ein Junge, während Akira ein paar weiblichere Züge hat, sage ich mal. Und ja, die beiden, als sie dann die Körper tauschen, sage ich mal, voll und ganz in ihrer Rolle aufgehen. Ja, aber wie das so ist, es führt auch zu sehr vielen Problemen, die das mit sich bringt. Und Nanako vor allem möchte nicht in ihren alten Körper zurück. Sie möchte weiter als Junge leben. Akira wiederum möchte nicht weiter als Mädchen leben und in seinen jungen Körper zurück. Ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Und wenn ihr die irgendwo seht, günstig, gebraucht, was auch immer, kann ich euch definitiv empfehlen, da zumindest in die ersten beiden Bände einmal reinzulesen. Weil ich liebe diese Reihe und die würde ich, glaube ich, auch nie im Leben hergeben. Dann habe ich daneben ein paar Boys Love. So, ich musste kurz wieder unterbrechen, weil unten wieder gebohrt wurde. Ja, ein paar Boys Love Einzelbände, ein wenig wie Romeo und Julia. Ein, ja, Manga, den ich wirklich sehr niedlich fand. Genauso wie Sag mir bitte, was Liebe ist. Fand ich auch sehr schön. Dann habe ich daneben von Rito Takarai Bride of the Fox Spirit. Ebenfalls ein Einzelband. Dann Ten Count Band 1 bis 6, damit abgeschlossen. Ja, es geht halt darum, dass er hier auf dem Cover ja, den Zwang hat, sich ständig die Hände zu waschen oder beziehungsweise Angst vor Bakterien generell hat. Ich glaube, es hieß Misophobie oder sowas in der Art. Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall mag er das nicht und versucht halt diese Angst vor den Bakterien oder
ja zu überwinden oder er möchte die gerne überwinden. Und da kommt er ins Spiel, denn er hilft ihm halt dann dabei. Ich muss sagen, anfangs mochte ich die Reihe recht gerne. Ich habe mir jetzt letztens Band 5 und Band 6 gekauft. Ja, und habe die dann jetzt nach Ewigkeiten dann auch mal gelesen. Aber ich muss sagen, ich hatte die Story irgendwie ein bisschen, ja, spannender im Kopf. Also ich glaube, früher hat mir die Reihe ein bisschen besser gefallen als jetzt noch. Aber nichtsdestotrotz eine generell gute Serie. Dann habe ich daneben Only the Flower Knows, waren 1 bis 3, glaube ich, meine Lieblingsserie von Rito Takarai. Ich denke mal, die werden auch viele kennen. Wirklich sehr süß. Und daneben noch der Spin-off dazu oder der Zusatzband Capital of Flowers. Hat mir auch sehr gut gefallen. Dahinter geht es dann weiter mit, ja, Boys Love rein. Da habe ich einmal Kleiner Schmetterling von Hinako Takanaga. Ja, ist mit 3 Bänden abgeschlossen. Dann eh ohne viele Worte, ebenfalls von Hinako Takanaga, Band 1 bis 3. Der erste Band hat mich damals, ja, umgehauen. Er hat mir unheimlich gut gefallen. Band 2 war dann okay. Band 3 wiederum, er hat mir eher weniger gefallen, weil dann ein neues Pärchen dazugekommen ist, was ich jetzt nicht so mochte. Aber ja, ich werde die Reihe, denke ich mal, trotzdem zu Ende sammeln. Dann habe ich noch ein paar Werke von Junko, und zwar Geliebter Raufbold, Unter deinem Schirm. Daneben habe ich dann, ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Viertel vor 12, nenne ich es jetzt mal, von Ohana, und Viertel vor 12 Ui, ebenfalls von Ohana. Das ist halt, ja, die Fortsetzung von dem Band. So, ich musste mal wieder unterbrechen. Diesmal war allerdings mein Speicher dran schuld. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Platz auf meinem Handy geschaffen und hoffe, dass ich jetzt den Rest in einem Stück aufnehmen kann. Ich glaube, wir waren bei Case 7 stehen geblieben. Ebenfalls ein Boys Love von Chizu Ogawa, Band 1 bis 3. Das ist momentan der aktuelle Stand. Ist nicht unbedingt ein Manga, den ich jedem empfehlen würde. Denn ja, der ist schon ein bisschen heftiger, wenn man das so sagen kann. Es geht halt darum, dass an der Schule ein bestimmtes, ja, System herrscht, ein Kastensystem. Da werden dann Karten quasi in der ganzen Schule verteilt und jede Klasse spielt für sich. Und in der Klasse gibt es halt dann die Rangordnung. Der König ist das Höchste und ich glaube, der Joker, meine ich, wäre das Schlechteste gewesen. Und als König hast du natürlich die komplette Macht. Keiner kann dir irgendwas sagen. Wenn doch, dann werden die halt dann bestraft zum Beispiel. Und ja, der Protagonist, den wir hier gerade gesehen haben, der war halt zu Anfang der Geschichte König. Dann gab es halt dieses Case Game oder wie auch immer die es genannt haben. Und ja, ist dann ganz schnell vom König zum Joker, war das dann, glaube ich, abgesunken und muss jetzt natürlich einiges einstecken, was er teilweise selber als König halt ausgeteilt hat. Und ja, ist auf jeden Fall trotzdem eine sehr interessante Geschichte, aber wie gesagt, ich würde sie nicht unbedingt jedem empfehlen. Dann habe ich daneben Qualia unter dem Schnee von Kanaki, einer meiner Lieblings-Boys Love Mangaka. Ich liebe ihre Werke oder seine einfach unheimlich. Das war jetzt ein Einzelband, der mir sehr gut gefallen hat. Dann habe ich Ein Fremder am Strand, ebenfalls ein Einzelband. Allerdings geht die Geschichte dann quasi hier weiter. Ein Fremder im Frühlingswind, Band 1 bis 3. Ich liebe auch den Zeichenstil unheimlich. Vor allem die Cover, die sagen mir immer sehr zu. Sind auch etwas leichtere Boys Love Manga, die ich auch definitiv empfehlen kann. Und daneben habe ich dann Schlaflose Nächte, Band 1 bis 3, das ist damit abgeschlossen und das ist ein unheimlich lustiger Manga gewesen. Den habe ich auch sehr gern gelesen. Und dann für diesen, ja, Abschnitt von meiner Sammlung die letzten beiden Manga, Vogelkäfig-Syndrom von
Akaza, Sama Mia, Band 1 und 2. Ja, steht hier mit bei dem Boys Love Manga, weil hinten steht auch Boys Love drauf. Ist aber jetzt eher nur ganz leicht angehaucht. Ja, aber war trotzdem eine niedliche Reihe. Auch der Zeichenstil war sehr schön. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. Und hier habe ich einmal zuallererst Servamp, Band 1 bis 8. Leider nicht der aktuelle Stand. Aber hier dauert es eh immer ein kleines bisschen länger, bis da der nächste Band rauskommt. Dann habe ich daneben die Stadt, in der es mich nicht gibt, Band 1 bis 9. Den habe ich jetzt letztens abgeschlossen, endlich mal. Und habe ich auch dann gelesen. Das ist eine wirklich sehr schöne Geschichte, die ich auch definitiv empfehlen kann. Und zwar geht es darum, dass der Protagonist Satoru, glaube ich, ja, dass er immer in der Zeit zurückreist, wenn um ihn herum etwas Schlimmes passiert oder kurz davor ist, dass etwas Schlimmes passiert. Ich glaube, das erste Mal in der Geschichte wird man damit konfrontiert, dass er gerade ja, am Arbeiten war. Er hat, glaube ich, Pizza ausgeliefert und dann ein kleines Kind über die Straße gehen wollte und davon oder dabei von einem LKW erfasst wurde. Und da springt er dann automatisch in der Zeit zurück. Er kann da auch nichts machen. Und er springt erst ja nicht mehr, wenn er dieses Ereignis verhindert hat oder verändert hat. Und er muss dann halt jedes Mal bei diesem Sprung herausfinden, was um ihn herum halt falsch gelaufen ist. Auch wenn das nicht unbedingt für ihn selber dann immer gut ausgeht. Und ja, in der Geschichte dann wird seine Mutter Teil von einer Kindesentführung, also beziehungsweise sie beobachtet eine Kindesentführung oder eine ja, versuchte Kindesentführung und wird daraufhin ermordet. Und er springt dann plötzlich, ich glaube, es waren 30 Jahre in die Zeit zurück und ist dann wieder Grundschüler, denn dieser, ja, diese Kindesentführung, die seine Mutter 30 Jahre später mitverfolgt hat, hat mit Ereignissen zu tun, die sich 30 Jahre früher in seiner Heimatstadt, ja, ereignet haben, nennen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich definitiv auch wirklich nur empfehlen kann. Ich glaube, das habe ich jetzt bei den meisten Manga gesagt, aber die ist wirklich sehr schön. Die hat auch einen Anime auf Netflix, sowie auch eine Realverfilmung. Da müsst ihr dann unter Erased, war es, glaube ich, gucken. Die Realverfilmung war auch das erste, was ich gesehen habe, und auch die ist wirklich sehr gut gelungen, genauso wie bei Switched. Ich muss sagen, ich finde, die Realverfilmungen werden teilweise wirklich immer besser und besser, weil früher war ich da gar kein Fan von. Aber ja. Daneben habe ich dann 1921 ein koreanischer Manga, also ein Manhwa war es, glaube ich. Auch eine super süße Geschichte, ist auch komplett in Farbe. Ja, ist sehr niedlich. Daneben habe ich dann Miniature Garden of Triandel, Band 1 bis 2. Eine sehr interessante Geschichte. Ist damit auch abgeschlossen und vor allem den Zeichenstil finde ich unheimlich schön. Hat mir auch sehr gut gefallen, die Serie, auch wenn sie nur sehr kurz war. Und daneben habe ich dann ebenfalls wieder von Rito Takarai und von Renio Tachibana 7 Days in der Perfect Edition war das, glaube ich. Ja, die normale hätte ich tatsächlich lieber gehabt, aber die gab es leider nicht mehr und dann hatte ich mir irgendwann diese geholt. Dahinter habe ich dann Bloodlad Band 1 bis 17, das ist damit auch abgeschlossen. Und ja, Bloodlad gehört tatsächlich auch zu den Reihen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie behalten soll. Ich meine, damals hat sie mir unheimlich gut gefallen, wo ich sie das erste Mal gelesen habe. Aber es könnte ja der Fall sein, genauso wie bei Tenkan zum Beispiel, eine Serie, die ich unheimlich gerne am Anfang mochte, dass das jetzt eben nicht mehr der Fall ist. Deswegen möchte ich die definitiv noch einmal vorher lesen und dann entscheiden, ob ich sie behalte oder nicht. Daneben habe ich dann Bloodlad Bread, Band 1 und 2. Das war so ein Spin-off. Das waren so lustige kleine Comics immer. Dann daneben Ami und Yuki, die Wolfskinder, Band 1 bis 3. Ich glaube, auch den Manga werden die meisten kennen oder zumindest den Anime. Da kam ja jetzt auch noch ein Novel zu raus.
Ja, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Dann Bibi und Mio, Band 1, ein ja, neuer Manga, der, ich glaube, letztes Jahr erschienen ist. Es geht halt darum, dass eine Austauschschülerin aus Japan nach Deutschland kommt und Bibi so ein bisschen, ja, quasi beibringt, oder die japanische Kultur besser gesagt beibringt. Und ich finde das sehr interessant. Gerade weil es auch so ein bisschen Nostalgie für mich ist, weil ich habe Bibi früher unheimlich viel gehört, teilweise auch sehr viel geguckt. Und ja, deswegen musste ich mir den damals holen. Und daneben habe ich dann Diener des Mondes, Band 1 und 2. Eine, ja, auch sehr kurze Geschichte, die mir aber sehr gut eigentlich gefallen hat. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Reihe für diesen, ja, Würfel, nenne ich es mal wieder. Da habe ich zuallererst Gaby Lessons, Band 1 bis 14. Eine wirklich sehr, ja, schöne Reihe würde ich es jetzt nicht nennen, weil da nicht auch nicht unbedingt immer ein Happy End drin passiert. Das sind halt immer sehr kurze Geschichten in den Bänden und man erfährt hin und wieder dann in ein, zwei Geschichten auch immer ein bisschen mehr über sie, warum sie zum Beispiel ihren Unterleib verloren hat. Ich glaube, das war sogar schon in einem der ersten Bände. Und ja, ich glaube, das Ganze ist mit 19 oder 20 Bänden abgeschlossen, ich bin mir aber nicht sicher. Und daneben habe ich dann, ja, einer meiner absoluten Lieblingsreihen für immer, und zwar Plus Anima. Das ist die 2-in-1-Edition, sprich, normalerweise hat die Reihe eigentlich 5 Bände, 10 Bände meine ich, bis sie abgeschlossen ist. Und in dieser Version hat sie halt 5 Bände, bis sie abgeschlossen ist. Und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal gebraucht die einzelnen Bände bekomme, weil ich die persönlich schöner finde. Aber ja. Worum geht es in der Geschichte? Es geht darum, um sogenannte Plus-Animas, so wie auch der Titel schon vermuten lässt. Und diese Plus-Animas, das sind ja Menschen, die besondere tierische Fähigkeiten haben, sage ich mal. Und zwar bekommt man diese Fähigkeiten, wenn man ja quasi in einer Notsituation steckt. Wenn wir mal als Beispiel Husky nehmen. Husky konnte als Kind oder kann immer noch nicht wirklich schwimmen und wäre dann beinahe einmal ertrunken und hat dann halt in diesem Moment, kurz bevor er eigentlich gestorben wäre, diese Fähigkeit bekommen eines Fisches. Wenn er mit Wasser in Berührung kommt, kriegt er zum Beispiel eine Schwanzflosse und er hat halt Kiemen, sodass er unter Wasser atmen kann. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Nana. Nana wurde von ihrem Vater nachts im Wald verfolgt. Ihr Vater wollte sie umbringen. Und ja, hätte sie vermutlich auch gefunden, wenn sie dann nicht die Fähigkeit ihres Plus-Animas in diesem Moment bekommen hätte. Denn sie, man sieht es wahrscheinlich schon, hat die Fähigkeit eines Fledermaus-Animas bekommen. Sprich, sie hat Flügel, mit denen sie fliegen kann. Sie kann sehr gut sehen, kann nachts sehr gut sehen. Ja, sehr gut hören, meinte ich. Also sie kann nachts sehr gut sehen und auch sehr gut hören. Kann auch Schallwellen abgeben, womit sie sich verteidigen kann. Und es ist wirklich eine sehr schöne Reihe. Ich glaube, ich sage es immer wieder, wenn ich meine Manga-Sammlung zeige. Ich liebe diese Reihe total. Ich glaube, das ist auch die Reihe in meiner Sammlung, die ich am häufigsten gelesen habe. Jetzt, wenn ich sie so sehe, habe ich tatsächlich schon wieder Lust, sie zu lesen. Was ich an der Geschichte auch sehr mag, ist, dass es sind halt 4 Freunde, die quasi gemeinsam ihren Weg bestreiten und man erfährt nach und nach immer mehr von den einzelnen Personen. Ich glaube, von Nana hat man eigentlich am Anfang direkt alles erfahren, aber von Fenri, Husky und ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Coco oder so. Ja, hat man erst relativ spät was erfahren und der Manga folgt auch nicht einem roten Strang, wenn man das so sagen kann. Also man hat nicht direkt von Anfang an ein Ziel, das verfolgt wird, sondern es sind auch teilweise immer so kleinere Abenteuer, die die bestreiten.
Und das finde ich sehr schön. Also ich lese den Manga unheimlich gerne. Ich finde es immer wieder schön, ihn zu lesen, auch wenn ich die Story mittlerweile in- und auswendig kenne. Und ja, ich kann ihn definitiv nur empfehlen, da mal reinzulesen. Weil mir persönlich gefällt er sehr gerne. Ich finde es auch immer schade, weil man sieht ihn nur sehr wenig in anderen Manga-Sammlungen. Aber ich mag diesen Manga unheimlich gerne. Dann geht's hier weiter und zwar mit meinen restlichen Tokyopop-Manga. Da habe ich dann einmal wieder zwei Boys Love-Manga und zwar ist das eine Reihe, die auch letztes Jahr bei uns erschienen ist. Kuhimonogatari, Love Stories, Band 1 und Band 2. Ich glaube, in drei Bänden ist das Ganze sogar abgeschlossen. Ist auch wieder ein sehr seichter Boys Love, der mir aber unheimlich gut gefällt, weil er sich vor allem darauf konzentriert, ja, wie man mit der Situation umgeht, dass man vielleicht sein Coming Out hat und sich nicht so wie die meisten Boys Loves direkt auf die Beziehung zwischen den Charakteren fokussiert, sondern wirklich eher mit dem, was davor ist. Und das mag ich hier wirklich sehr gerne und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Band. Dann habe ich daneben Bakuman Band 1 bis 20 und zwar habe ich die Reihe in dieser Neuauflage mit den schicken Schubern. Die ergeben auch so ein Bild, wenn man die alle zusammen hat. Aber ich persönlich mag es lieber, wenn ich die Bände sehe. Und ja, Bakuman ist, denke ich mal, auch eine sehr bekannte Reihe mittlerweile. Ich liebe diese Reihe abgöttisch. Ich weiß noch, ich habe mir damals den ersten Schuber gekauft und habe Ewigkeiten gebraucht, bis ich endlich mal den ersten Band gelesen habe. Als ich dann aber den ersten Band gelesen habe, da war ich damals im Urlaub, konnte ich es gar nicht erwarten, die nächsten Bände zu lesen, aber die hatte ich leider damals nicht dabei. Und dann habe ich mir auch relativ schnell immer den nächsten Schuber gekauft, weil, ja, ich liebe diese Reihe. Ich hätte auch jetzt unheimlich Lust, die nochmal zu lesen. Aber ich möchte erst die ganzen anderen Manga lesen in meiner Sammlung, die ich noch nicht gelesen habe, die ich euch ja am Ende des Videos nochmal zeige. Aber ja, auf jeden Fall geht es im Bakuman hauptsächlich darum, ja, ums Manga-Zeichnen. Hört sich vielleicht jetzt nicht ganz so spannend an, gerade wenn man sieht, dass es 20 Bände sind. Aber es geht nicht nur um Manga-Zeichnen an sich. Es führt einen auch so ein bisschen, ja, in die Hintergründe ein, wie das Ganze funktioniert mit dem Verlegen, mit dem Magazin. Es wird auch sehr oft thematisiert, wie die, ja, Manga quasi im Magazin halt platziert werden. Also die haben ja dann jede Woche immer eine Platzierung. Da entscheiden ja die Leser drüber. Und ja, ich finde das wirklich sehr interessant, gerade weil ja auch verschiedene Manga-Typen immer mal wieder angesprochen werden, wie zum Beispiel dieser Königsweg. Ein gutes Beispiel ist One Piece oder Naruto. Sehr lange Serien, die einem bestimmten Ziel folgen und dabei halt immer auf kleinere Gegner halt dann stoßen und dabei immer stärker werden. Das ist dann halt dieser Königsweg, der hier öfters mal thematisiert wird. So, hierhinter dann habe ich wieder Nabel und zwar L Changed the World und Death Note Another Note. Habe ich beide auch schon gelesen. Zu L Changed the World gibt es ja, glaube ich, auch eine Realverfilmung. Hierbei bin ich mir nicht sicher. Dann daneben habe ich einen, ja, Klassiker, den eigentlich, glaube ich, jeder kennen sollte. Death Note, Band 1 bis 12. Ja, wie gesagt, ein Klassiker. Ich glaube, wenn mich auch jemand fragt, ob ich ihm einen Manga oder Anime empfehlen könnte, dann sage ich meistens eigentlich auch Death Note, weil ich finde, das ist eigentlich so für jedermann was. Ja, da brauche ich, wie gesagt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und dann habe ich daneben Reborn, Band 1 bis 9. Ja, eine Reihe, an die nur sehr schwer ranzukommen ist, zumindest an einige Bände. Was ich sehr schade finde, weil ich liebe diese Reihe. Ich habe damals den Anime bis zu einem bestimmten Punkt gesehen. Und gerade jetzt in den letzten beiden Bänden wird es auch ein bisschen ernster von der Story her, weil die ersten paar Bände, die waren immer nur so, ja,
Kurzgeschichten, die sehr lustig waren. Und jetzt geht's halt wirklich damit los, dass die Story ein bisschen ernster wird. Und ja, aber wie gesagt, an die Bände ranzukommen ist nicht ganz so einfach. Und dann meine letzten Tokio-Pop-Manga, man hat sie gerade teilweise schon gesehen, denn das sind alles großformatige Manga. Da habe ich da erstmal noch den 13. Band von Death Note, den zeige ich einmal zuerst. Ja, dieser Zusatzband. Und dann habe ich hier noch Bitum Band 1 bis 11. Auch leider nicht der aktuelle Stand, denn Bitum ist mittlerweile schon abgeschlossen. Der letzte Band hat ja sogar zwei Ausgaben bekommen, einmal Light und Dark und dann zwei verschiedene Enden quasi. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt bei einer Manga-Serie. Ich denke mal, dass ich mir beide Abschlussbände dann noch kaufen werde. Ich werde dann auch beide natürlich lesen. Ich werde aber wahrscheinlich dann nur den Band behalten, der mir besser gefallen hat. Weil ich habe schon gehört, einer von den beiden Bänden soll jetzt nicht so gut sein oder beziehungsweise hat das Ende, sage ich mal quasi, fühlte sich nicht wirklich wie das richtige Ende an. Wahrscheinlich wurde dieser Band nur produziert, um halt die Leser zufriedenzustellen. Das war, glaube ich, der Light-Band. Light. Ich meine schon, ich glaube, Dark war der Band, der sich ja realistisch angefühlt hat, und Light wäre wohl der gewesen, der einfach nur die Leser, sag ich mal, zufriedenstellen sollte. Aber ja, Bitum, eine sehr gute Serie. Wird, denke ich mal, größtenteils auch mittlerweile bekannt sein. Und dann rutsche ich einmal weiter zu meinen Egmont-Manga. Ja, ist, glaube ich, nach Kaze und Ultraverse der Verlag, wo ich am wenigsten Manga habe, weil ich da auch wirklich nur sehr selten neue Manga kaufe. Da habe ich hier auf jeden Fall zuallererst von Ema Toyama, XXMe, Band 1 bis 17. Da fehlen mir jetzt noch Band 18 und Band 19, dann ist die Serie abgeschlossen. Dann meine Lieblingsreihe von Ema Toyama, An deiner Seite, Band 1 bis 5, eine super niedliche Geschichte. Ja, kann ich definitiv auch empfehlen für Leute, die gerne Romance lesen. Dann My Little Monster, Band 1 und 2. Ja, da hat sich auch nicht viel getan, leider in den letzten Monaten. So, weiter geht's dann mit A Silent Voice. Auch ein sehr schöner Manga, wo die Protagonistin taub ist. Habe ich leider nur die ersten beiden Bände, beziehungsweise den dritten Band habe ich auch. Allerdings habe ich den leider noch nicht gelesen. Daneben habe ich dann Waiting for Spring, habe ich auch leider nur den ersten. So, ich musste jetzt erneut nochmal unterbrechen wegen des Bohrens unten. Ich hoffe, dass die jetzt mit dem Bohren fertig sind, sodass ich das Video zu Ende drehen kann. Und ja, ich glaube, ich war bei Closed Heaven stehen geblieben. Band 1 bis 9 gehört mit zu meinen Lieblings-Romance-Serien. Ich glaube, die Serie ist allerdings mittlerweile leider vergriffen. Ja, und ist von Ren Mikimoto. Ich hatte es vorhin bei Kuss um Mitternacht schon angesprochen, dass ich noch eine weitere Reihe von ihr habe. Und das ist die Reihe. Und zwar ist der männliche Protagonist nämlich erkrankt an einer Krankheit, die es ihm nicht mehr lange ermöglicht zu leben. Und in der Serie wird man dann quasi da durchgeführt, wie die beiden damit fertig werden. Denn trotz allem werden die beiden ein Pärchen, ist immerhin ein Romance-Manga. Und ja, es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, trotz des tragischen Touch, sage ich mal. Und ja, gefällt mir sehr gut. Dann daneben habe ich Perfect World, auch eine etwas tragischere Geschichte, denn auch hier, ja, man sieht schon, der männliche Protagonist sitzt im Rollstuhl. Und hier wird man vor allem erstmal ja darauf ja vorbereitet, würde ich jetzt nicht sagen, aber man wird da mitgenommen, welche Schwierigkeiten das bringt, gerade für denjenigen, der im Rollstuhl sitzt, aber auch für ja die Freundin in dem Fall, denn auch das ja bringt einige Schwierigkeiten mit sich.
weil sie ja auch teilweise ihn verpflegen muss und sie hat halt noch so gar keine Erfahrung damit und muss das erst alles lernen. Ich glaube, mittlerweile sind auch schon um die 9 Bände draußen. Wie man sieht, habe ich leider nur bis Band 4. Aber die Serie möchte ich definitiv noch weiter sammeln. Und ja, daneben habe ich dann 360 Grad von Tokomin Minami, Band 1 bis 5. Da habe ich letztens Band 2 bis 5 geschenkt bekommen. Ja, auch eine sehr süße Romance-Reihe. Ist jetzt aber auch nichts irgendwie Besonderes. Also es ist halt dieses typische Romance. Und dann sind wir schon bei der hintersten Reihe angelangt. Da habe ich nämlich zuallererst Namida Usagi, Tränenhase. Auch eine Reihe, die ich früher unheimlich gern gelesen habe und dann irgendwann nicht mehr weitergesammelt habe. Denn die Serie hat insgesamt 10 Bände, dann ist die abgeschlossen. Ja, daneben habe ich ebenfalls eine abgeschlossene Reihe, I Love You, Band 1 bis 8. Eine, ja, sehr lustige Reihe vor allem, die habe ich auch schon häufiger tatsächlich gelesen. Denn auch das war so ein bisschen Nostalgiekauf, als ich mir die geholt habe. Ich habe die nämlich, ich glaube, ein oder zweimal in der Bücherei damals gelesen und mir die dann jetzt irgendwann selbst gekauft. Es geht halt darum, dass er hier hinten eine, ja, künstliche Intelligenz schafft. Das ist sie hier. Und durch einen Zufall wird diese dann quasi, ja, zum Leben erweckt, wenn man das so sagen kann. Also er hat die für seinen Computer halt programmiert und dann kommt es zu einem Blitzeinschlag und diese künstliche Intelligenz wird dann ins Leben gerufen. Und das passiert nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Beziehungsweise wird man im Laufe der Geschichte noch mit mehr künstlichen Intelligenzen ja, in Berührung kommen, sage ich mal. Aber an sich ist das wirklich eine sehr lustige Geschichte, die ich auch sehr gerne lese. Und dann ebenfalls ein Nostalgiekauf, ebenfalls eine Reihe, die ich in der Bücherei früher gelesen habe und mir dann irgendwann selbst gekauft habe. Ich glaube, das ist auch tatsächlich die Reihe, die in meiner Manga-Sammlung den schlechtesten Zustand überhaupt hat. Ja, und zwar ist das Zettai Kareshi Band 1 bis 6, ist damit auch abgeschlossen. Und auch da geht es um eine, ja, künstliche Intelligenz oder beziehungsweise eher so einen Roboter. Denn die weibliche Protagonistin wollte gerne einen Freund haben und hat dann ein Angebot im Internet oder im Fernsehen gesehen, dass man sich so einen Roboter ja, quasi bestellen kann. Und sie musste dann aber schnell erfahren, dass dieser Roboter nicht den Zweck erfüllt, den sie gern gehabt hätte, also den eines Freundes, eines festen Freundes, sondern eigentlich mehr den eines Lovers. Und ja, das wollte sie halt nicht. Und als sie den dann zurückgeben wollte, ging das irgendwie nicht mehr. Und sie befand sich dann plötzlich in einem, ja, nicht gerade wie kleinen Schuldenberg. Und da sie den nicht bezahlen konnte, hatte sie dann ein Angebot bekommen, dass sie quasi das Modell testet. Und ja, dafür dann ihre Schulden erlassen werden. Das, ja, wollte sie jetzt nicht unbedingt, aber sie lässt diesen Roboter dann trotzdem quasi bei sich wohnen, nimmt ihn mit zur Schule und ja, bringt ihm so ein bisschen das Menschensein bei. Ist auf jeden Fall auch eine sehr lustige Geschichte. Und ja, dann geht es weiter. Hier sind die Mangas schon umgefallen. Zum nächsten Egmont-Regal. Und zwar habe ich hier einmal den neuesten Manga, den ich gelesen habe, You Shine in the Moonlight, den habe ich gestern Abend gelesen. Auch ein sehr schöner Manga, der anscheinend auch einen etwas tragischeren Touch hat, denn es geht darum, dass in diesem Fall das Mädchen auf dem Cover eine Krankheit hat, und zwar eine Leuchtkrankheit heißt das. Und mit dieser Leuchtkrankheit leuchtet man halt ein bisschen in der Dunkelheit. Und ja, diese Krankheit führt allerdings auch in den meisten oder ich glaube in allen Fällen zum Tod. So wie ich das verstanden habe, kriegen man die im jungen Alter, also so als Teenie oder junge Erwachsene, und hat dann meist nur noch ein paar Jahre,
wenn überhaupt, zum Leben. Und auch dieses Mädchen hat jetzt, ich glaube, noch ein halbes Jahr maximal. Und ja, es ist sehr traurig bis jetzt gewesen, aber auch sehr lustig, denn ein ja, Schüler besucht sie halt quasi und bringt von seiner Klasse eine Karte mit für sie halt als ja, Geschenk, so gute Besserungsgeschenk. Und die beiden freuen sich dann an und sie möchte gern, dass er ein paar Dinge erledigt, die sie halt nicht mehr machen kann, weil sie darf auch aus dem Krankenhaus nicht mehr raus. Und das Ganze ist wirklich sehr lustig gewesen, aber wie gesagt auch ein wenig traurig und ich freue mich schon sehr, den nächsten Band zu lesen. Dann habe ich daneben Your Name, Band 1 und Band 2. Da fehlt mir jetzt noch Band 3. Die habe ich auch letztens erst gelesen. Da kenne ich aber auch schon den Anime zu. Also, ja, ich denke mal, die meisten werden Your Name mittlerweile kennen. Denn es ist ja, glaube ich, mittlerweile der am meisten Geld in die Kinos eingebracht hat, der Film, meine ich zumindest. Ich glaube, davor war es nämlich Chihiros Reisen ins Zauberland. Und Your Name, hat quasi den Film dann abgelöst. Ist aber auch ein sehr schöner Film, den kann man auch auf Netflix gucken. Dann habe ich daneben Mirai Nikki Band 1 bis 9. Leider nicht der aktuelle Stand. Drei Bände fehlen mir jetzt noch, damit ich die Reihe abschließen kann. Ja, brauche ich, denke ich mal, auch nicht ganz so viel dazu sagen. Die meisten werden die Reihe, denke ich mal, mittlerweile kennen. Es geht halt darum, dass 12 ja, Spieler quasi darum spielen, wer der nächste Gott wird, denn der jetzige Gott, ja, verfällt, wenn man das so sagen kann. Also er hat nicht mehr lange, bevor er quasi stirbt, in Anführungszeichen. Und dieses Spiel soll halt, dafür sorgen, der Letzte, der noch am Leben ist, der wird dann der Gott der Welt halt. Und, ja, bei diesem Spiel wurden 12 Leute ausgesucht, die jeweils Tagebuch führen. Und jeder dieser 12 Spieler hat halt ein anderes Tagebuch. Hier Yuki zum Beispiel, er sieht das, was um ihn herum geschieht, beziehungsweise sagt ihm das sein Tagebuch voraus. Und Yuno hat halt bis jetzt immer Tagebuch über Yuki geführt, heimlich. Und sie sieht quasi alles, was ihm dann in der Zukunft ja, passiert oder zustößt. Und das ist ein wirklich sehr interessanter Manga. Kann ich definitiv empfehlen. Und dann haben wir hier einen großformatigen Manga am Rande des Nachthimmels. Kann schon nicht mehr sprechen. Ein, ja, Boys Love Manga, aber auch das war eher ein leichterer Boys Love, also nur so leicht angehaucht. War auf jeden Fall auch sehr lustig. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen für zwischendurch. So, dahinter geht es dann weiter mit einer Reihe, die ich eigentlich nie im Leben anfangen wollte. Allein schon wegen der Anzahl an Bänden. Und zwar ist das Detektiv Conan. Ich habe früher sehr gern den Anime geguckt. Hab den auch ja, ein paar hundert Folgen habe ich davon auf jeden Fall gesehen. Ich habe auch die Filme immer sehr gern geguckt. Die habe ich mir jetzt teilweise auch in letzter Zeit häufiger mal eingeholt. Und ja, ich hatte ja dann einen Teil von diesen Special-Bänden und ich hatte jetzt letztens die Cherry Edition. Und leider fand ich das ein bisschen blöd, weil manche Fälle waren ein bisschen irrelevant, wenn ich ehrlich bin, für die Edition. Oder wurden einfach mittendrin abgebrochen und dann wurde auf einer kleinen Seite dann noch der Rest des Kapitels halt zusammengefasst. Und ich muss sagen, mich hat das ein bisschen gestört. Ich will die Serie lieber dann komplett lesen und habe mich jetzt dazu entschlossen, mir die gebraucht möglichst zu kaufen. Und ja, hier sieht man jetzt die ersten 9 Bände, die ich gelesen habe. Ja, mal gucken, ob ich das nicht irgendwann nochmal bereue, aber ich muss sagen, ich mag Detektiv Conan sehr gerne, also eigentlich schon immer. Nur es hat mich natürlich immer ein bisschen zurückgeschreckt, gerade dadurch, dass ich One Piece und Naruto gesammelt habe, auch noch diese Reihe anzufangen. Aber mittlerweile habe ich One Piece auf dem aktuellen Stand und Naruto habe ich jetzt gestern aus meiner Sammlung aussortiert. Genauso wie Rock Lee und Seven Deadly Sins, weil ich, ja, die Reihen nicht mehr weiterführen möchte. Und ja, von daher ist es vielleicht nicht ganz so schlecht,
wenn ich jetzt quasi ein neues Projekt habe, was ich fortführen kann. Dann habe ich daneben Kaito Kid Band 1 bis 5. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit abgeschlossen ist. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt den Eindruck, es wäre noch nicht abgeschlossen nach dem fünften Band. Ja, ich kann es aber nicht genau sagen. Und dann habe ich daneben Rainbow Days Band 1 und Band 2. Da hat sich jetzt auch schon jahrelang nichts getan. Ich habe mir die damals gekauft, wo sie rausgekommen sind, aber nie weitergeführt. Aber die Reihe möchte ich auf jeden Fall irgendwann weitersammeln. Und dann habe ich daneben Band 1 bis 5 von Given, ein ja, Boys Love, der mir auch sehr gut gefällt. Ja. Und dann die hinterste Reihe, da habe ich noch ein paar Boys Love Werke. Und zwar habe ich hier einmal Uns trennen Welten, ein sehr lustiger Manga, weil auch hier die beiden wieder sehr unterschiedlich waren. Gerade er war sehr, ja, tollpatschig und naiv. Das war sehr lustig mit anzusehen. Und dann habe ich hier Liebe unter einem Dach, Spotlight Lover und Küsse unterm Regenbogen, alle von Kakine. Ja, waren alle was Nettes für zwischendurch. Dann habe ich ein paar Werke von Ogetsu Tanaka, und zwar einmal When Amber Shines in Neonlight, ja, ein Einzelband. Dann Come to Where the Beach Boys Are, eine Reihe, Band 1 bis 3. Ja, eine sehr amüsante Reihe, wenn man das so sagen kann. Und dann einmal noch die Reihe It's the Journey, Not the Destination. Da habe ich leider nur die ersten beiden Bände. Das Ganze ist aber in drei Bänden abgeschlossen. Sprich, da fehlt mir jetzt nur noch ein Band. Und daneben dann, ja, ich glaube, Fantasy Science Fiction steht hier. Es ist minimal, ja, angehauchter Boys Love. Also wirklich nur ganz minimal. Ich glaube, in dem letzten Band oder in den letzten beiden Bänden war das. Ja, Number Six, eine Reihe, die mir unheimlich gut gefallen hat früher, die ich auch definitiv gerne demnächst irgendwann nochmal lesen möchte. Und dann rutsche ich wieder ein rüber zu meinem letzten Egmont-Regal. Ja, hier habe ich meine Haikyuu-Figuren. Packe ich einmal an die Seite. Und zwar habe ich hier nämlich Noragami Band 1 bis 3. Und dahinter habe ich dann Sailor Moon Band 1 bis 12, Sailor Moon die Short Stories 1 und 2 und Codename Sailor V Band 1 und Band 2. Ja, Sailor Moon Klassiker, brauche ich glaube ich auch nichts mehr zu sagen. Die Reihe möchte ich auch unbedingt demnächst nochmal lesen. Und ich habe mir letztens erst diese ich weiß gar nicht mehr, diese Special Edition gekauft. Die habe ich noch nicht gelesen, die sehen wir dann gleich nochmal. Dadurch kann ich quasi die ganze Serie dann irgendwann nochmal lesen. Aber ja, da habe ich es auch nicht ganz so eilig mit die zu sammeln, weil da hoffe ich, dass ich die gebraucht bekomme, weil die Bände schon relativ teuer leider sind. So, dann geht's weiter mit dem letzten Verlag, den ich habe, und zwar ist das Carlsen. Der war eigentlich immer sehr weit vorne mit dabei, sage ich mal, bei der Anzahl am Manga. Aber allein dadurch, dass ich ja jetzt gestern drei Reihen aussortiert habe, Naruto Rock Lee und Seven Deadly Sins, ist meine Carlsen-Sammlung leider ein bisschen geschrumpft, weil ja, Naruto waren um die 68, 69 Bände, die ich hatte. Rock Lee waren, glaube ich, 7 und Seven Deadly Sins waren auch so um die 10 oder 11 Bände, die ich hatte. Ja, sprich um die 80 Bände ungefähr sind es jetzt weniger. Aber nichtsdestotrotz ist meine Kaizen-Sammlung immer noch sehr groß. Und zwar fängt das allein hier schon mit an. Mit Black Butler, da habe ich nämlich hier einmal 1 bis 12. Und dann hier Band 29 müsste das, glaube ich, sein. Ja, Band 29. Ich liebe diese Reihe einfach abgöttisch. Schade ist nur, dass es immer so lange braucht, bis ein neuer Band rauskommt. Aber die Serie ist wirklich sehr spannend und auch der Zeichenstil ist unheimlich schön. Ich finde, der hat sich auch wirklich von Band zu Band immer mehr gesteigert. Und ja. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reihe.
Und dann habe ich daneben Dawn of Arcana, Band 1 bis 6. Ja, auch leider noch nicht weitergesammelt. Da weiß ich auch gar nicht die genaue Anzahl an Bänden, die das hat. Ich glaube so 14, 15, sowas in dem Dreh war es, glaube ich. Und hier hinten dann die letzte Reihe von diesem Regal. Da habe ich einmal Ion oder Ion, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, von 1 bis 11. Das war, ich glaube, nach Sailor Moon die Reihe, die ich als zweites abgeschlossen hatte. Ja, möchte ich auch unbedingt demnächst irgendwann nochmal lesen, weil gerade die ersten Bände haben mir unheimlich gut gefallen. Dann habe ich daneben Sekai Ichihatsu Kōiban 1 bis 11. Ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Die meisten werden es kennen. Ja. Dann gehe ich einen weiter. Und zwar habe ich hier einmal einen süßen Koro-Sensei-Aussteller. Und daneben habe ich direkt die Assassination Classroom-Reihe, Band 1 bis 16 im Schuber. Und da oben drauf liegt dann noch 17 bis 21. Die passen leider nicht alle nebeneinander. Also ohne die Schuber schon, aber mit den Schubern passt das leider nicht, was ich ein bisschen schade finde. Und ja, da habe ich dann Vampire Night Memories, Band 1 und Band 2. Und dahinter direkt Band 3 und Band 4. Und ja, auch die gefallen mir unheimlich gut. Ich habe momentan oder beziehungsweise vor kurzem mal wieder meine Vampire Night Motivation, nenne ich es jetzt einfach mal, wieder erlangt. Ich habe nämlich dann die letzten Bände, die ich Ewigkeiten bereits hatte, aber nie gelesen habe, dann endlich mal gelesen und dann direkt auch noch die Memory-Bände hinterher. Und ich muss sagen, vor allem die Memory-Bände gefallen mir unheimlich gut, weil Vampire Night ja eigentlich vorbei war. Aber durch die Bände halt nochmal so einen kleinen Zusatz bekommen haben. Das fand ich sehr interessant und gefällt mir auch sehr gut. Und ja, daneben habe ich auch direkt Vampire Night Band 1 bis 19 damit abgeschlossen. Ja, da brauche ich glaube ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich mag die Reihe eigentlich ganz gerne. Ich hatte zwischen, ich glaube, 11, 12 und 13 so ein kleines Tief. Danach habe ich halt auch nicht mehr weitergelesen. Aber gerade die ersten Bände fand ich damals sehr interessant. Und ganz hinten geht es dann auch direkt weiter mit Vampire Night. Und zwar habe ich da die Novel 1 bis 3. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Die hatte ich auch relativ schnell durchgelesen. Und daneben auch eine meiner Lieblings-Romance-Reihen, wenn nicht sogar meine Lieblings-Romance-Reihe. Und zwar ist das Maidsummer. Band 1 bis 18 damit abgeschlossen. Ich liebe diese Reihe abgöttisch. Ich fand sie damals, wo ich sie angefangen habe, habe ich sie geliebt. Wo ich sie beendet habe, habe ich sie geliebt. Auch vor allem mit 18 Bänden, muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht irgendwie so, als wenn man es unnötig hinausgezögert hätte. Es war immer sehr amüsant, die Charaktere waren immer sehr lustig. Eine wirklich sehr schöne Romance-Reihe, die tatsächlich dann nach Jahren auch noch einen Zusatzband bekommen hat, und zwar Maid Summer Marriage. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. War auch schön, genauso wie bei Vampire Knights, nochmal so einen Abschluss extra zu bekommen. Und ja, ich liebe diese Serie einfach. Und dann rutschen wir wieder eins weiter. Denn hier habe ich dann zuallererst einmal Depth of Field, Band 1. Ja, der ist in zwei Bänden abgeschlossen. Den zweiten Band habe ich tatsächlich auch bereits, aber ich habe ihn halt noch nicht gelesen, weil der erste hat mich jetzt nicht so umgehauen, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich daneben I Hear the Sunspot. Ich glaube, das sollte eigentlich ein Einzelband werden. Da kommt jetzt aber noch ein zweiter heraus oder ist schon draußen. Ich bin mir nicht sicher. Hat mir aber auf jeden Fall sehr gut gefallen. Werde ich auf jeden Fall weitersammeln. Und daneben habe ich dann Orange Band 1 bis 6. Auch zu der Geschichte brauche ich, glaube ich, nicht ganz so viel sagen. Die meisten werden es auch mittlerweile kennen. Ist eine super schöne Geschichte für die Leute, die sie noch nicht kennen. Es geht darum, dass die Protagonistin einen, ja, Brief aus der Zukunft plötzlich bekommt von ihrem zukünftigen Ich. Und in diesem Brief steht, dass sie ihn hier unbedingt retten soll, weil er ist ja in der Zukunft bereits verstorben. Und sie versucht dann alles, um das halt zu verhindern. Und
sie hat im Brief auch Anweisungen, denen sie halt folgen soll. Manchmal macht sie das auch, manchmal nicht. Es ist auf jeden Fall eine super schöne Geschichte. Und ja, dahinter geht es dann weiter mit Wer bist du zur blauen Stunde, Band 1 bis 4. Auch eine Reihe, die ich sehr gern gelesen habe, die ich sehr gern mochte. In jedem Band lag auf einem anderen Charakter so ein bisschen der Fokus. Mit Ausnahme natürlich vom Hauptcharakter, der kam natürlich in jedem Band vor. Aber in jedem Band hat man auch über einen der Nebencharaktere immer so ein bisschen mehr erfahren, was ich auch wirklich sehr schön fand. Thematisiert ein wirklich sehr schönes Thema. Kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Ist mit 4 Bänden dann auch abgeschlossen. Dann habe ich daneben ebenfalls im Großformat Attack on Titan No Regrets, die Full Color Edition. Und daneben habe ich auch direkt die normale Edition. Und ja, die Full Color Edition habe ich mir auch nur geholt, weil ich zum einen No Regrets unheimlich gut fand und zum anderen, weil ich die gebraucht bekommen habe. Beide. Und ja, daneben habe ich dann die Attack on Titan Reihe und zwar einmal Band 1 bis 10 im Schuber und dahinter auch noch direkt die restlichen Bände. Band 11 bis 25 noch im Schuber und dann 26 bis 29 halt einzeln. Und ja, Attack on Titan habe ich früher sehr gehypt. Ich muss sagen, mittlerweile wäre ich froh, wenn die Reihe sich dem Ende neigt, weil, ja, ich weiß nicht, ich lese das immer noch gerne, aber es fühlt sich irgendwie nicht mehr ganz so an wie Attack on Titan, wenn ich ehrlich bin. Also nicht mehr dieses Anfangs Attack on Titan. Weil das mochte ich wirklich unheimlich gerne. Ja. Aber nichtsdestotrotz immer noch eine gute Serie. Und ja, hier habe ich dann halt so Artbooks oder Special-Bücher. So, dann mache ich hier weiter und zwar bei One Piece, denn endlich habe ich die Reihe auf dem aktuellen Stand. Hier habe ich dann nämlich Strong World Band 1 und Band 2 und daneben direkt One Piece Party Band 1 und Band 2. Und dann habe ich die, ja, richtige Reihe Band 1 bis 6. Und darunter geht es weiter mit Band 7. Bis Band 93. Und dann komme ich hier zum letzten Regal, weil, wie gesagt, meine Manga, die ich noch nicht gelesen habe oder noch nicht lesen kann, die habe ich extra ja, an die Seite gestellt. Da habe ich hier dann einmal Detektiv Conan Band 10 bis 13. Und hier drunter geht es dann weiter mit Sommer der Glühwürmchen Band 2 bis 4, Bibi und Mio Band 2, Miracles of Love Band 10 bis 11. Ami und Yuki, der Novel, Sir Vamp Band 9 und 10, Love Barish Band 2 und 3, Ohne viele Worte Band 4, Reborn Band 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 und 21, Death Note Light Up the New World, der Novel, Haikyuu Band 18 bis 21, Mirai Nikki 11 und 12, Mirai Nikki Mosaik, Your Name 1 und 2, Another Side, dann My Little Monster Band 3, Noragami Tales Band 1, Namida Usagi Tränenhase Band 8, Noragami 4 bis 10, Silent Voice 3, Undertow, Sailor Moon The Eternal Edition, dann da One Piece Party 4, One Piece 94 und 95, Attack on Titan Lost Girls, der Novel, Attack on Titan Band 30, Depth of Field Band 2 und Dawn of Arcana Band 7, 9 und 10. Ich filme jetzt einfach mal diesen Teil meiner Sammlung, um euch zu sagen, wie viele Manga ich habe. Es sind tatsächlich weniger als vor 1,5 Jahren. Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viel aussortiert in diesen 1,5 Jahren. Ich habe viel auf Trödelmärkten verkauft. Allein natürlich jetzt durch die Manga, die ich gestern aussortiert habe, das waren ja schon um die 80 Bände. Aber ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich so, ja, also wenige sind es ja nicht, wenige Manga, aber dass es so viel weniger sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass ich um die 1000 Manga habe. Wenn ich mich aber nicht verzählt habe, sind es 921 Manga, was immer noch sehr viel ist.
Aber wie gesagt, dass es wirklich so viel weniger sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es sind insgesamt 180 Manga weniger als vor anderthalb Jahren. Gut, 80 allein habe ich gestern aussortiert. Die anderen 100 oder mehr als 100 halt immer ein bisschen verteilt. Aber ja, das war es auf jeden Fall dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Wenn ich was zu den Storys gesagt habe, ob ich ein bisschen mehr hätte sagen sollen, zu ein paar mehr rein ein bisschen mehr hätte sagen sollen oder ob das so in Ordnung war. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.